100% Energiekosten und so weiter bei 220% vergleichen. Mark. Das heißt 67,96 Pfennig. Das nebenbei. Ich möchte ein Wort richten an Herrn de Maizière und Herrn Distel. Herr de Maizière und Herr Distel sind von mir vor einem halben Jahr sehr heftig in der Öffentlichkeit angegriffen worden. Ich möchte Ihnen meinen Respekt dazu aussprechen, dass Sie gleichwohl heute gekommen sind und sich der Diskussion mit uns stellen. Ohne allerdings, darauf komme ich zurück, Wesentliches von meinen Vorwürfen in der Sache zurückzunehmen. Herr de Maizière, ich bin Berliner seit 1940, seit 53 Jahren. Und für mich ist an dem Einigungsvertrag furchtbar, dass die Feststellung, Berlin sei die Hauptstadt Deutschlands, mit einem Zusatz versehen ist, der dazu geführt hat, dass die Frage des Sitzes von Regierung und Parlament überhaupt, was auf der Welt einzig dastehen dürfte, zum Gegenstand einer Parlamentsdebatte gemacht worden ist, bei der zwei Vorschläge, die beide gegen Berlin gerichtet waren, zur Wahl standen. Herr de Maizière, wenn Sie als Ministerpräsident in der Volkskammer, als der frei gewählte Ministerpräsident in der Volkskammer vor Ihr Volk getreten wären und gesagt hätten, das will man mir aufzwingen, das hat für Berlin die und für den Osten die und die Folgen, da mache ich nicht mit. Sie hätten die ganze Republik und Westberlin hinter sich gehabt und höchsten Respekt bei breiten Kreisen in Westdeutschland. Ich sage jetzt Folgendes noch hinzu. Herr de Maizière, Ihre Ahnen sind am Ende des 17. Jahrhunderts in Brandenburg-Preußen als Refugees aufgenommen und haben die Gastfreundschaft Berlins genossen, dessen Ausländerfreundlichkeit damals begründet wurde. Ihre Identität als Franzose konnten Sie durch diese Jahrhunderte so weit halten, dass noch Ihr von mir hochverehrter Herr Vater, Clemens de Maizière, auch Rechtsanwalt seines Zeichens, als ich einmal mit ihm eine Verabredung traf, sagte, am Donnerstag kann ich nicht, da gehe ich ins Consistoire. Das Consistorium konnte er also noch in der DDR französisch aussprechen und das war in preußischen Zeiten, in Kaiserszeiten, in Weimarer Republik, in Nazi-Zeit nicht anders gewesen. Wenn Sie nur das gesagt hätten zu Herrn Kohl, ich bin Hugenotte, ich kann das nicht unterschreiben, eine Woge von Sympathie wäre Ihnen sicher gewesen. Die Folgen erleben wir heute in dem schändlichen Gerangel um diese Berlin-Frage und Hauptstadtfrage. Wenn Kohl, nein, ich bin hier der Hausherr, solange die Veranstaltung geht. Ich habe auch noch etwas zu Herrn Distel gewesen, ich kann sagen. Wenn Kohl ein guter Deutscher wäre, dann hätte er am 3. Oktober sagen müssen, ich bleibe in Berlin, ich regiere Berlin, Deutschland von Berlin aus, Bonn sieht mich nicht weiter. Und er hätte gewisse Bürokraten in Bonn am Rhein, separatistische Bürokraten in die Warteschleife und die Arbeitslosigkeit geschickt. Es gibt in Berlin genug Gebäude und es gibt in Berlin...